ich lese, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut-Haare bin ich angekommen bei den Warzen und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Ich bin angekommen bei Dimethylether. Die Wirkstoffe werden der alphabetischen Reihenfolge nach vorgestellt. Der wird äußerlich angewendet und ist rot bewertet, wenig geeignet. Ich lese vor. Dimethylether in Klammern äußerlich. Sprays mit Dimethylether werden mit einer Temperatur von etwa minus 60 Grad Celsius auf die Haut aufgesprüht. Die Kälte verengt die Blutgefäße, das Immunsystem setzt vermehrt Zellen frei, die die Warzenviren bekämpfen. Die Bewertung: rot, wenig geeignet bei Warzen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Allenfalls als Therapieversuch bei gewöhnlichen Warzen an den Händen, wenn Salicylsäure nicht ausreichend wirksam war. Bei Fußwarzen verspricht die Vereisungstherapie beim Arzt mehr Erfolg. Jetzt der erläuternde Text. Vereisungssprays mit Dimethylether sind dem flüssigen Stickstoff, der vom Arzt eingesetzt wird, unterlegen. Mit dem Vereisungsspray verschwinden etwas mehr als ein Viertel der Warzen. Mit dem flüssigen Stickstoff sind es mehr als die Hälfte. Ich lese es nochmal vor. Ich habe es nicht ganz verstanden. Vereisungssprays mit Dimethylether sind dem flüssigen Stickstoff, der vom Arzt eingesetzt wird, unterlegen. Mit dem Vereisungsspray verschwinden etwas mehr als ein Viertel der Warzen. Mit dem flüssigen Stickstoff sind es mehr als die Hälfte. So, jetzt habe ich es verstanden. Es ist morgens früh. Es ist schwierig. Wichtig zu wissen: die Haut kann blass werden und etwas brennen. Auch ist die behandelte Hautstelle besonders empfindlich und kann jucken. Kratzen Sie dann nicht daran, sondern decken Sie die Stelle mit einem Blasenpflaster ab. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern ab 4 Jahren können Sie die Sprays anwenden, allerdings sollten Sie das Mittel nur maximal 20 Sekunden aufsprühen, weil Kinder dünnere Haut haben als Erwachsene. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Da die Sprays als wenig geeignet erachtet werden, sollten Sie störende Warzen in der Schwangerschaft und Stillzeit vom Arzt behandeln lassen. So. Es geht weiter mit einem geeigneten Mittel. Das ist die Salicylsäure äußerlich angewendet und die ist grün bewertet, geeignet bei Warzen. Hier oben links gibt es noch einen gelben Kasten Alterswarzen und am Ende des Artikels gibt es noch einen gelben Kasten pflanzliche Alternativen aus der Volksmedizin. Die beiden Kästen werde ich am Ende vorlesen, wahrscheinlich hintereinander weg. Die sind ziemlich kurz. So.